Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Erst springe ich gerade eben zur Schule. Guten Morgen und tschüss. Ciao. Ja, draußen haben wir heute 18 Grad, aber es sieht aus wie 3 Grad. Das ist alles grau und grau, ist aber noch trocken. Bis später. Ciao. Auf jeden Fall fahre ich ja mal ganz kurz. Ich wollte zu Bauhaus einmal. Leo ist zu Hause mit dem Weichen. Ey, das Fenster ist auf. Wieso ist das Fenster auf? Warte mal. Ich wollte bei Bauhaus einmal irgendein Gebüsch holen. Und zwar bei mir an der Seite. Da wollte ich was einpflanzen, damit es ein bisschen hoch wächst, quasi als Sichtschutz. Und ja, mit Ash waren wir gerade so ein bisschen zu früh dran. Und ich so, willst du langsam mal aussteigen? Weil in 10 Minuten, glaube ich, fängt die Schule an. Ja. Ja, gleich. Dann hole ich die Kamera raus. Also, okay, ich gehe jetzt. Ja, also, vielen, vielen Dank nochmal natürlich erstmal für die ganzen Glückwünsche für Ash. Zu seinem 14. Geburtstag. Ich habe mich, wie gesagt, auch sowieso schon gefragt, wo bleibt die Zeit? Viele von euch ja dann auch. Und auch eure Kinder sind recht groß schon, ne, teilweise. Und da, meine Nichte ist auch schon 3. Also, das, ich finde, die Zeit vergeht sehr, sehr schnell. Und das ist einfach Wahnsinn. Auf jeden Fall haben wir uns sehr darüber gefreut. Es ist immer so was ganz Besonderes und ja, so, ich bin jetzt einmal ganz kurz beim Einkaufen natürlich wieder mal, weil ich, wie gesagt, ich kaufe öfters mal, aber halt wenig ein. Wir brauchen wieder so ein bisschen Zitronen und Grapefruit und mein Schnucki hat heute Morgen halt Saft gemacht und dementsprechend will ich jetzt einmal gleich noch ein bisschen was einkaufen. Wir haben keine Gurke mehr, habe ich festgestellt, was noch? Tomaten haben wir noch. Ich muss gleich mal gucken, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Im Laden war das gerade relativ laut wegen der Musik. Also ich habe jetzt gar nicht aufnehmen können, ein paar Blümchen mitgenommen, und zwar diese hier. Und meine Mutter hat ja gestern Sonnenblumen bekommen und ich wollte es so ein bisschen so quasi als Strauß machen in der Vase. Im Grunde habe ich nicht viel gekauft. Einmal Pita-Taschen, das wir die mal zu Hause haben. Ich habe überlegt, ob wir die heute essen vielleicht. Zitronen, Gurken und Grapefruit. Das war es auch schon. Das ist echt nicht viel. Ich bin jetzt zu Hause. Guck mal, und um diese Blümchen ging das. Ich habe mir gedacht, man kann den doch einfach auch so ein bisschen auffüllen. Mit halt hiervon, ich muss sagen, und hiervon. Eigentlich wollte ich Eukalyptus-Zweige mitnehmen, aber die hatten das nicht. Aber ich glaube, das ist so ähnlich. Naja, so ähnlich. Vielleicht ist es sogar Eukalyptus, nur halt eine andere Sorte, ne? Gibt es ja verschiedene. Und dann habe ich mir beim Bäcker nochmal dieses Korn an Korn mitgenommen. Das ist hier Roggen. Und voilà, da sieht es schon gleich ganz anders aus, oder? So richtig schön befüllt, war nicht mehr so leer. Also klar, weil die Sonnenblumen, die haben so einen langen Stängel und jetzt ist es so ein bisschen aufgefüllt mit dem Grün. Ich finde, das passt ganz gut dazu. Ich habe eben noch ein bisschen aufgeräumt, Badezimmer geputzt und dachte, wo ist Leo denn? Der war in seiner Box. Hallo, wir wollen rausgehen, ne? Wollen wir eine Runde spazieren? Der verkriecht sich da und sitzt da einfach. Dann will ich raus. Nee, ne? Wir sind gerade mit Leo eine Runde raus und sind gejoggt. Und dann musste alles so sind. Hast du gut geschafft, du Sporty Sporty. Ja, von mir aus können wir eine halbe Stunde weiter joggen. Leo, wir laufen irgendwie heute. Mal gucken, wie lange. So, jetzt wollte Leo irgendwie woanders hin. Er ist vom Weg abgekommen, über die Straße wollte er rüber. Wo willst du jetzt hin? Hier ist eine Koppel. Guck mal, die haben hier auch alles abgemäht, aber hier wächst schon wieder irgendwie was, oder? Oder so ein bisschen, das ist wahrscheinlich, komm! So, ihr Lieben, ui. Draußen wird es langsam, ist warm, ne? Sieht nicht so aus, aber wir haben jetzt mittlerweile auch schon 19 Grad. Achso, das sind ganz viele Pferde. Guck mal. Wenn ich jetzt Leo lassen würde, würde er dahin laufen. Da drüben würde alle ganz, ganz viele. Ne? Ja. Aber so kommen die schon. Nicht. Nee, er guckt schon. Er bellt aber noch nicht. Zu weit weg. Es ist so stürmisch. Wir wollten uns eigentlich hinsetzen, da mal kurz auf die Bank. Nee, wird nichts. Hier streikt auch jemand. Er will nicht zurück. Wir wollen jetzt einfach nach Hause. Weil ich noch ein bisschen was vorhab heute. Und Adrian ist weggejoggt schon. Guck mal, der joggt schon da hinten, da. Er mag nicht mehr laufen. Jetzt hat er sich hingelegt. Wie so ein kleines Baby. Guck mal, Augen zu.
und gute Nacht. Ich glaube, wir haben den heute zu früh geweckt oder so. Normal schläft er ein bisschen länger oben bei den Kindern, aber ja, wir wollen weiter. Es ist jetzt mittlerweile 20 vor 11, ihr Lieben. Eigentlich wollte ich ein Video schneiden, aber ich muss jetzt noch mal kurz zur Versicherung. Und zwar hatte ich Ash. Also eigentlich beschnackt er uns schon seit einem halben Jahr ungefähr. Könnt ihr bitte unsere E-Roller wieder anmelden, weil wir ja 2020 die bekommen haben und danach ein Jahr benutzt haben. Und danach haben wir gesagt, okay, der ist sowieso noch nicht so in dem Alter, wo er halt fahren könnte. Ab 14 geht's ja. Dann haben wir gedacht, okay, melden wir es mal nicht an. So, jetzt ist er 14. Und hat schon mit seinen Kumpels gesprochen, weil einige schon von denen halt mit diesem E-Roller sogar zur Schule fahren, das irgendwo da anschließen, wo das überwacht wird und so weiter. So, jetzt sagte vorgestern schon Mama, ich bin doch schon jetzt 14. Kannst du aber mal anrufen bei der Versicherung und fragen, wie das, also man muss natürlich hin. Und die Kumpels haben auch gesagt, ja, dauert ungefähr 5-6 Tage, bis man halt diese Kennzeichen bekommt und so weiter. Das sind eigentlich so Aufkleber, ne? Und ja, ich dann gestern heimlich angerufen, ohne ihm irgendwas Bescheid zu sagen oder so. Ich habe gedacht, ich mache es einfach aus Überraschung, weil er gestern fragte, hast du angerufen? Ich habe gesagt, nö. So, und jetzt kann ich dahin fahren. Ich hoffe, dass er jetzt da ist. Ne? Also ab 9 ist der Versicherungsvertreter dann da im Büro. Und er sagte, er hat ein Kennzeichen auf jeden Fall da. Eins hat er jetzt bestellt. Jetzt muss ich nochmal schnell Bargeld holen und dann halt das Kennzeichen abholen für den Roller. Und dann kann er vielleicht ab morgen schon. Oder wahrscheinlich heute zum Training, vermute ich fast. Aber ich weiß ja nicht, ob er das irgendwie gut abschließen kann, dass man das halt nicht klaut, ne? Ob man ein besonderes Schloss irgendwie haben muss oder so, weil lustig finde ich es nicht, wenn es geklaut wird, naja. Wir gucken mal. Also, ich fahre da jetzt hin und danach, also später, wenn er nach Hause kommt oder ich ihn abhole, werde ich ihn dann zu Hause überraschen damit. Mal gucken, was er sagt. Also, er wartet schon wirklich sehr, sehr lange darauf. Eigentlich wollte er schon sogar so mal losfahren damit. Ich habe gesagt, nein, die sind nicht versichert, man darf das nicht, so. Hat er gut ausgehalten jetzt, ja. Und schon bin ich gerade hier angekommen. Guck mal. Ja gut, das sind große Heidepflanzen. 6,99. Richtig riesig. Die 2,49. Die sind draußen vor dem Eingang. Die sehen auch ganz hübsch aus. Das ist hier nicht so meins. Alles so verschiedene Farben. Leute, die bauen schon Weihnachtssachen auf. Und ich habe hier ein bisschen was gesehen. Guck mal, das sieht ganz hübsch aus. Ich weiß gar nicht, die haben hier auch ein bisschen was runtergesetzt. Guck mal. Ja, die machen Platz für was Neues. Also das finde ich irgendwie ein bisschen früh alles, ne? Oder? September? Schon Weihnachtssachen? Irgendwie? War das schon immer so? Früh? Krass. Bin ich gerade voll irgendwie überrascht, ehrlich gesagt. Das sieht wunderschön aus. Guck mal, wie sie alles hier so schön drapiert haben. Das ist richtig cool. Oh, Hornfalken gibt es auch schon. Wunderschön. Hier haben sie so ein paar ja, Bäumchen. Apfelbäume sind jetzt hier Apfel sogar. Ist auch geil, ne? 50% günstiger. Wäre jetzt für 20 Euro nur. Also, ich nehme diese beiden Pflanzen hier mit für 10 Euro. Und die waren 20 Magnolia in Weiß. Nehme ich 2 Stück mit. Das ist cool, das wächst auch ein bisschen höher. Und das hier ist meine Ausbeute. Ich habe jetzt 2 von diesen Magnolien mitgenommen. Heide. Einmal Chrysantheme und einmal dieses Gras hier. Das kommt wieder, haben die gesagt. Weil das kann ich mir mit dem Kopf pflanzen. Und dann sieht hier alles wunderschön aus, ne? Aber alles zu früh. Das ist krass hier alles, wirklich. Das sieht auch cool aus, in Weiß. Und hier die ganzen Zwerge, auch ganz, ganz viel. Oh mein Gott, Leute, das ist Wahnsinn. Also die haben hier auch eine Abteilung, guck mal. Gold, ist noch nicht fertig alles hier, ne? Die sind gerade wohl dabei, alles aufzubauen. Ich mache jetzt gerade Mittag für uns. Für Ash habe ich was reingeschoben. Es gibt Reste Pizza von gestern, noch ein paar Pommes hatten wir und ein bisschen Gemüse muss ich schneiden. Und für meinen Schnüffel, für mich gibt es einmal so eine Gemüsepfanne und zwar mit Spinat, Pilzen, rote Paprika, ja, grüne, gelbe, wie auch immer, hellgrüne Paprika. Das wird zusammen gleich also verrührt und angebraten. Oder vermischt und angebraten. Und dann werde ich diesmal dann doch noch ein bisschen Frischkäse dazu geben, weil es super lecker schmeckt. Und natürlich einen geriebenen Käse. Genau, und jetzt kann ich auch schon gleich losfahren und mein Kind einsammeln. Ich habe nur so 10 Minuten ungefähr. Schaut mal, so sieht die Pfanne aus. Ich habe jetzt dann doch Würstchen da reingeschnitten. Ja, halbe Packung Frischkäse dazu gegeben und einfach geriebenen Käse. Und jetzt ist alles fertig. Das riecht so lecker. Mit Knobi habe ich es auch noch mal. Ach ja, und rote Zwiebel. Ist auch noch mit drin. Also Zwiebeln geben sowieso einen guten Geschmack. So, fertig und jetzt kann ich Ash abholen. Musik.
So, mittlerweile sind wir schon zu Hause. Ich habe schon Esch abgeholt. Wir haben gegessen. Und irgendwie habe ich nichts aufgenommen. Aber das Essen war super lecker. Das war so ein Mischmasch-Reste-Essen irgendwie. Diese Pizzataschen übrigens von Lidl haben überhaupt nicht geschmeckt. Also Esch meinte, der Käse stank aber auch irgendwie. War nicht so lecker. Und genau, von den Großen habe ich nur so ein bisschen was über Insta gehört heute. Die sind immer noch in Action. Die kommen morgen aber zurück. Und ich habe jetzt hier gleich was für mein Kind, was da gerade steht. Haust du dir Donut rein? Einen halben. Ich habe was für dich. Ich habe was für dich. Ja, danke. Weißt du ungefähr, was das sein kann? Weißt du nicht, was es ist? Schild. Müssen wir nur draufkleben, dann kannst du losdüsen. Dankeschön. Mhm, bitteschön. Ich war nämlich, ich habe gestern doch angerufen. Ich hatte dich ja angetüdelt gestern, weil er hat schon gefragt. So, Esch klebt jetzt den Aufkleber über. Und der alte? Den, der alte, machst du ihn ab oder machst du oben drauf? Oder vielleicht ab. Geht der überhaupt ab? Nicht. Dann einfach draufkleben vielleicht, oder? Also hinten sind halt eben so kleine Schildchen und da drauf wird die Nummer geklebt. Genau, jetzt müssen wir nur noch einmal ein bisschen abstauben, das Ganze hier. So, Esch macht sauber. Und ich suche gerade einfach ein Ladeding da, aber ich glaube, nee, das ist nicht das. Klingel habt ihr auch, oder hast du auch? Irgendwo. Aber was brauchst du jetzt für ein Schloss, damit das überhaupt irgendwie... Ach, deins? Ja. Aber kann man das nicht ganz leicht durchschneiden nachher? Deins? Und klauen? Die anderen haben auch so eins. Ein normales? Ja. Achso, okay. Wo wusste ich jetzt nicht das? Ist nicht das? Ist das ein normales sonst oder also so eins denn? Aber das ist doch vor den Fahrrädern. Okay, also wir haben jetzt alles gefunden. Mhm. Einigermaßen sauber. Ja. Ich komme gerade vom Videoschnitt. Ich will jetzt los. Mit dem Roller, wir haben den geladen. Und Adrian sagt, wie willst du den anschließen? Jetzt muss Esch erklären, wie er das Ding anschließt. Kriegst du alles hin? Ja. Ciao. Also mein Schnucki war so lieb, hat den Geschirrspüler ausgeräumt und hat erstmal alles hingestellt, hat er sich hingesetzt, weil er gerade Video geschnitten hat. Okay. Und irgendwie, ich habe ja den nicht ausgeräumt. Ich habe das auch alles poliert. Siehst du, und ja, genau. Und von dem, was Adrian nicht sauber geworden ist und dem, was sauber geworden ist. Aha. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was da war. Dann hast du mir geholfen. Ich bin davon weggekommen. Jetzt kommt er von der Couch nicht mehr hoch. Das ist halt mal 5 Minuten her. Das ist eine Stunde wohl. Ich kann mal eine Pause machen, oder? Die Hunde unterhalten sich. Der Große, der Kleine und dann noch nebenan. Also, ich habe... Esch ist gerade nach Hause gekommen und er sagte, der Roller ist ja nicht so schnell. Ich so, ja, 20. Mehr als 20 kann er nicht. Und das finde ich schon relativ zügig, ne? Und sagte, einige tunen das wohl, aber ich glaube nicht, dass es von der Versicherung her abgedeckt ist, ne, wenn man den tunt. Und das ist auch irgendwie, glaube ich, gar nicht erlaubt, oder? Aber nun gut. So, ich pflanze jetzt mal ganz schnell erstmal mein Gras ein. So, hier möchte ich ein bisschen was wegnehmen. Wobei, warte mal, nicht ein bisschen, das muss alles raus. Das wollte ich woanders einpflanzen. Die kommt weg, das kommt woanders hin und das kann ich auch erstmal woanders einpflanzen. Ne? Das geht. Ich kann ja das getrocknete oder vertrocknete abmachen. Genau. Das mache ich jetzt erstmal alles raus. Und voilà, das Gras habe ich jetzt eingepflanzt. Jetzt muss ich nur noch einmal gießen. Ich habe extra bei Bauhaus nämlich gefragt, auch das Gras... mehrjährig ist und die sagte, ja, kommt auf jeden Fall wieder, weil ich hatte schon mal ein Gras gehabt, da habt ihr mir auch gesagt, quasi das Bordeaux-Weinrote, da habt ihr auch gesagt, nee, ein Jahr und das war wirklich so, ein Jahr und dann war es vorbei, wobei es ein wunderschönes Gras war, ne? Und jetzt gehe ich einmal ganz kurz nach hinten und bepflanze dann nochmal den Rest.
Abendbrotzeit mittlerweile und 7. Ersch ist nochmal losgezogen mit seinem Kumpel und dem Roller. Und ich mache hier so ein bisschen Abendbrot. Für Adam habe ich schon mal so einen Teller gemacht. Schnuckipuki. Reicht dir das so? Und für mich habe ich einfach so zwei Brote mit ein bisschen Gemüse, auch Käse und so weiter. Also für mich knalle ich es einfach nur so drauf. Ich habe jetzt keine Lust. Wir können ja tauschen. Du kriegst den schönen hier. Und ich nehme dann den, weil es draufgeknallt ist. Nein, ich habe nur noch Hunger. Ich habe jetzt bis gerade eben noch draußen alles gemacht. Vorne alles gefegt, Unkraut weggemacht. Ganz viel Laub kam zu uns angeflogen, weil wir ja Stürme hatten diese paar Tage jetzt. Und dementsprechend, ich habe eigentlich immer gedacht, so 18 Uhr Feierabend. Weil mein Schnucki hatte ja schon Feierabend. Und dann habe ich da noch was gesehen, Also diese beiden Büsche habe ich eingepflanzt. Die zeige ich euch morgen. Und jetzt ist bei uns hier Feierabend. Jetzt wollen wir auf die Couch und unsere wunderschöne Serie Polder gucken. Die ist so mega. Ich bin schon traurig, wenn die dann jetzt zu Ende ist, dann haben wir nichts mehr zu gucken. Kennt eine von euch die Serie? Polder? Ja, Polder. Ja, ich habe das Gefühl, das kennt keiner. Weiß nicht, also Max. Oder Bridgerton? Bridgerton kennen, glaube ich, ganz viele. Aber Polder ist auch schon so in die Richtung, oder? Schon wieder oder nicht? Oder Vikings? Ja. Oder so. Battlestar Galactica? Nee, das ist nicht so. Doch, das war auch Galactica so. Galactica ist doch eher Science-Fiction. Nein, da war ganz viel mit Liebe und Romantik so, und so. Ja. Hast du das nicht mitgeguckt? Nein. No. So, also, wie gesagt, ich würde sagen, ich beende mal das Video jetzt hier. Ersch hat sich übrigens gefreut, er hat es zwar nicht so gezeigt wie immer, über den Roller, weil ich habe auch mal gefragt, ich so, sag mal, freust du dich denn gar nicht? Weil er immer aus dem Häuschen war. Er hat immer gesagt, können wir bitte, ich will damit fahren. Und naja, er sagte doch, aber war kaputt nach der Schule, aber er hat das Ding sauber gemacht. Geladen, wir haben das richtige Kabel gefunden und jetzt ist er schon zweimal damit gefahren heute. Und morgen geht es zur Schule damit, das heißt, ich fahre ihn wahrscheinlich nicht mehr ab morgen. Es sei denn, es regnet. Oder man kann damit auch im Regen fahren, ne, Stuggi? Das würde ich lieber nicht machen. Ah? Elektro und Wasser, weiß ich nicht. Doch, geht. Wie viele Elektroräder sind doch dafür. Es gibt auch Fahrräder, wo man treten kann. Ach so, ja. Na gut, ihr Lieben, also, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hier für heute. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Passt auf euch auf. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Man sieht ihn bald weg. Tschüss. Ciao, ciao.